Hallo Leute, ciao von der Unger. Warum automatisierte Systeme und warum nicht mehrere oder andere Ineffizienzen zu suchen? Das war irgendwie eine Frage, wenn in einem von den anderen Videos habe ich erklärt, dass ich mit Ineffizienzen auf Cover Warrants angefangen hatte. Und wann das praktisch fertig war, dann habe ich angefangen, die echten Märkte zu studieren und automatisierte Systeme zu entwickeln. Die Frage war ungefähr, warum bist du nicht weitergegangen, auf andere Instrumente Ineffizienzen zu suchen und dann zu handeln? Gute Frage, sicher. Nummer eins, schon bei den Cover Warrants war ich erstaunt, dass sowas Einfaches eigentlich da war, um Geld zu verdienen. Die Banken sind sicher nicht blöd und das Geld zu gratis rauszuschmeißen, war eine Geschichte, die man nicht glauben könnte. Und am Anfang war ich auch sehr skeptisch, aber das war die Tatsache. Ob es andere Instrumente dieser Art gab, das habe ich sofort gesehen, das gab es nicht. Also etwas sofort zu nutzen, hatte ich nicht gefunden. Und da habe ich einfach entschieden, ein echter Trader zu werden. Hätte ich besser untersucht, konnte ich vielleicht einige andere Effizienzen zu finden in Unternehmensanleihen. In 2008, einige Leute haben sehr viel Geld verdient, weil dort auch wirklich offensichtliche Fehler waren. Und ich habe es aber nicht, ich wusste das nicht und ich habe es überhaupt nicht untersucht. Wenn ich das entdeckt habe, später, wenn alles schon fertig war, da war ich ein bisschen böse natürlich. Ich habe gedacht, das war Geld umsonst und ich war nicht dabei. Das erste Mal war ich dabei mit den Cover Warrants, hier nicht. Es gibt vielleicht andere Instrumente. Dann habe ich mal auf Internet die ganze Weltbörsen gesucht. Ich habe gedacht, dass in den Börsen, wo die Technologie nicht wie in Wall Street oder in Frankfurt ist, vielleicht gab es noch solche Probleme, die man nutzen könnte. Aber ich habe dann schnell auch entdeckt, dass erstens ist es gar nicht einfach, einige exotische Börsen zu handeln. Es ist nicht so unbedingt automatisch, dass ich ein Konto dort öffne, eine Software finde, dort zu handeln. Das geht nicht, das geht manchmal nicht. Und zweitens, wenn es so in Tiefe geht, da gibt es sicher jemanden, der schlauer und besser strukturiert ist als ich, diese Ineffizienzen zu entdecken und zu handeln. Zu handeln schneller, besser und wichtigstes, mit sehr kleinere Gebühren. Das bedeutet, dass diese Ineffizienzen, die genannt werden, sind eigentlich Arbitrage-Möglichkeiten. Das heißt, risikofreies Geld. Man muss einfach nur einen Fehler finden, wo eine Quotierung falsch ist und diesen Fehler nutzen. Das ist aber nicht so einfach. Und die Fehler oder, ja, Fehler. Ein Future kann falsch quotiert sein, weil die Underlying, die Komponente etwas anders quotieren. Aber die Unterschiede sind so klein und da gibt es größere Institutionen, die das schon handeln. Wären wir auch dabei, dann hätten wir so viele Kosten, die ganze Infrastruktur zu handeln, dass es sich überhaupt nicht lohnen würde. Wir werden sogar noch Geld verlieren, weil die Kosten höher sein würden als die Ineffizienz selbst, was diese bringen könnte. Also in diese Richtung zu recherchieren, war nicht meine Entscheidung, weil ich sofort verstanden hatte, dass es nicht für mich als Retail-Trader etwas war. Es gab auch die Periode mit MetaTrader, vielleicht einige erinnern sich, da gab es unterschiedliche Plattformen und da könnte man zwischen unterschiedlichen Brokern handeln. Einer war langsamer, einer war schneller, einer war mit geringerer Spread, einer mit breiter. Und man könnte mit einem Broker immer Geld verdienen und mit dem anderen etwas verlieren. Und zuletzt kam die Zeit, wo der Broker einfach das Konto geschlossen hatte oder überhaupt das Geld nicht zurückgegeben hatte. Das ist auch passiert. Das war auch mal fertig. Heute gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Leider nicht mehr. Aber wie gesagt, die Leute sind nicht so blöd, dass sie uns Geld schenken. Und wenn auch sowas gibt, zum Beispiel Crude Oil in Hongkong gegen Crude Oil in USA oder in Dubai. Alle diese Sachen, wo man eigentlich kleinere Unterschiede finden könnte, diese zu handeln mit risikofrei, weil die müssen wieder gleichwertig werden,
Das funktioniert in Theorie schon, aber dieses zu entdecken, zu finden und zu handeln bringt leider nichts. Deswegen habe ich die richtige Entscheidung getroffen, als echter Händler zu studieren, zu lernen. Und heute bin ich zufrieden mit meinen Ergebnissen, obwohl ich immer noch erinnere, dass es so nett, schön und einfach war, das Geld mit dem Videogame zu verdienen. Aber so ein Videogame gibt es leider nicht mehr. Nicht so ein einfaches Game. Alle komplizierteren Games sind zu teuer für uns. Wenn Sie also eine echte Ineffizienz suchen, wo es einen Fehler gibt, wo Sie ohne Risiko Geld verdienen können, vermutlich ist dieses Geld zu klein, damit Sie mit den Gebühren, die Sie zahlen wurden, noch etwas übrig haben werden. Leider, das ist die Tatsache. Wir müssen studieren, die Märkte zu verstehen und zu handeln, normal, nach einem Trend. Das sind auch Ineffizienzen. Ein Breakout ist auch eine Ineffizienz, weil die Bewegung vom Preis bedeutet, dass der Preis in dieser Gegend falsch war. Sonst wäre kein Trend nach dem Breakout. Aber das ist eine ganz andere Ineffizienz. Die heißt Edge oder sowas. Die heißt nicht mehr Arbitrage, weil es kein Arbitrage ist. Und deswegen gibt es auch Stop-Loss, die man immer nutzen muss im Trading. Das war, Leute, suchen Sie Effizienzen. Wenn Sie etwas finden, rufen Sie mich an, bitte. Aber leider glaube ich, dass es nicht so offensichtlich zur Verfügung steht. Das war's. Abonnieren Sie hier beim roten Glöckchen, wenn Sie etwas anderes sofort wissen wollen. Und kommentieren Sie, wenn Sie auch Erfahrungen haben mit Ineffizienzen. Ich bin da, ich werde froh sein zu beantworten. Ciao von Andrea Unger, ciao aus Italien.